Herzlich willkommen. Ich wollte euch ja noch ein Video machen, wie ihr am besten Geld sparen könnt in der Aquaristik allgemein und auch generell so in normalen Lebenssituationen. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal hier die erste Sache vorbereitet. Zum Beispiel, wenn wir hier den Ferropol-Dünger nehmen. Pflanzendünger, Eisendünger mit etlichen Spurenelementen und so weiter. Reicht für 2000 Liter. Hier sind 500 Milliliter drin. Der kostet um die 11 Euro, 12 Euro. Das heißt, davon würde schon mal 5 Liter würden auf jeden Fall schon mal um die 120 Euro kosten. Aber jetzt habe ich mal gesagt, ich habe jetzt mal bei eBay geguckt, bei Amazon, egal eigentlich wo, über im Baumarkt. Es gibt ja immer größere Pakete davon. Das ist eigentlich immer eine Faustregel. Desto mehr man kauft, desto günstiger bekommt man die Sachen. Deshalb habe ich mir jetzt mal einen Kanister davon bestellt. Und dieser Kanister kostet einfach nur 50 Euro im Verhältnis und es sind 5 Liter drin. Diese 5 Liter reichen natürlich dann für 20.000 Liter und nicht nur für 2.000, ist ja das Zehnfache. Und deshalb habe ich allein hier schon mal 60 Euro gespart, wenn ich ihn natürlich brauche. Wenn man nicht so viel Dünger braucht, sollte man natürlich auf die kleineren Mengen zurückgreifen. Aber man kann natürlich dann schon mal einen Liter kaufen oder 2 Liter und muss ja nicht den 5-Liter-Kanister nehmen. Der ist verwendbar bis zum 4.2023 laut JBL. Also eigentlich kein Problem. Dann habe ich mir einfach im Internet bestellt, der war am nächsten Tag schon da. Es geht ratzfatz. Dann haben wir noch immer die Sache mit dem Futter. Wir haben ja einmal zum Beispiel hier das Vipan Flockenfutter von Sera in der 250 Milliliter Box. Wenn ihr die größere nehmt, bezahlt ihr ungefähr ein Drittel weniger im Verhältnis auf ein Kilo gerechnet oder auf 500 Gramm gerechnet. Desto kleiner ihr die Boxen kauft, desto mehr bezahlt ihr. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei den Futtertabletten, die gibt es auch in der 250 Gramm Version, und in der 500 Gramm zum Beispiel, das sind jetzt nur 60 Gramm. Und ihr bezahlt immer 20% weniger als bei dem kleineren. Im Verhältnis 20% weniger. Deshalb versucht möglichst immer abzuschätzen, wie viel ihr braucht. Wichtig ist halt nur beim Futter zum Beispiel, kauft es nicht zu groß, weil wenn es zu groß wird, es wird alt, es fängt an zu stinken. Ihr habt hinterher irgendwelche Fressbakterien drin oder wie heißen so Milben oder irgendwas, Futtermilben, die das Futter auffressen, zersetzen und dann habt ihr natürlich nichts gewonnen. Deshalb immer darauf achten, wie viel braucht ihr ungefähr, in welchem Zeitraum, guckt drauf, wann es abgelaufen ist oder wie lange es haltbar ist, mindestens, weil MHD heißt ja, dass es nur mindestens haltbar ist. Meistens halten die Sachen viel länger. Und wie gesagt, kauft größere Pakete, gerade auch bei Filtermedien, wie hier, so Keramik, Röhrchen. Hier die kleinen Pakete mit einem Liter jetzt hier drin kosten im Verhältnis wirklich viel mehr, als wenn ihr größere Pakete kauft. Es ist auch einfach logisch, dadurch, dass die Firmen dann die Verpackung einfach immer viel mehr ist als im Verhältnis zu einer großen und die dementsprechend auch viel mehr kosten im Verhältnis. Deshalb müssen sie einfach mehr nehmen und der Aufwand ist auch größer. Es muss viel mehr verkauft werden, um Mengen durchzukriegen. Das war eigentlich so das Kurze, was ich euch mal mit auf den Weg geben wollte, gerade für die jüngeren Leute von euch, die älteren werden es wahrscheinlich wissen, aber die jüngeren, kauft ruhig etwas größere Mengen, gerade bei Dingen, die nicht ablaufen, wie Flüssigdünger, Düngertabletten zum Beispiel laufen eigentlich nie ab, das wäre sehr ungewöhnlich, dadurch, dass auch keine Flüssigkeit drin ist. Das Einzige, wie gesagt, wo ich vorsichtig wäre, wäre bei großen Mengen an Vitaminen zum Beispiel. Die sind noch bis diesen Monat haltbar, sind jetzt fast leer. Und, also mindestens bis diesen Monat. Und dann bei Futter, damit es nicht vergammelt, damit es nicht zu alt wird und euren Tieren natürlich noch schaden könnte. Auch bei größeren Mengen Frostfutter könnt ihr ohne Probleme ab 10 Stück oder 5 Stück, je nachdem, wo ihr die kauft, gibt es meistens Rabatte. Da habe ich auch letztens mal 10 Stück gekauft. Ich habe jetzt noch 4. Das ist ungefähr einen Monat her. Nee, 2 Monate. Und das sollte dann kein Problem sein. So, das war es auch schon wieder von mir. Das war nur meine kurze Info, die ich euch mal geben wollte. Und
Ich freue mich natürlich immer über Rezensionen von euch und schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr eure Produkte kauft, wo ihr sie kauft und bis zum nächsten Mal.